Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich bin jetzt verbunden mit unserem New Yorker Korrespondenten Max Otte. Max, herzlich willkommen. Hallo Markus, Grüße aus Midtown New York. Mit Blick auf das Empire State Building, auch wenn man es nicht direkt erkennen kann, aber das ist dahinter. Wenn das Licht mal anders ist, sehen wir es dann auch. Das ist das zweite Gebäude auf der rechten Seite hinter dir. Ja, hervorragend. Du bist gestern Abend in die USA geflogen, um zu wählen. Du bist ja Deutsch-Amerikaner in New Jersey registriert. Dazu kommen wir gleich noch. Wie war denn der Flug? Ja, ich wollte wirklich mal ausprobieren, wie es jetzt ist mit den ganzen Lockdown-Maßnahmen, wie die Welt wirklich Kopf steht und verrückt ist. Und der Frankfurter Flughafen war natürlich wie tot. Also es gingen einige Flüge. Man musste sich dann vorregistrieren. Man saß da rum, alle Lobbys, also alle Lounges geschlossen. Man konnte ein paar Brötchen am Stand holen, wenn man wollte. Ich habe dann lieber aufs Flugzeug gewartet. Ich habe Prämienmeilen eingelöst von früher. Ich konnte also Business Class fliegen. Das war sehr nett. Wir haben in der Abteil gehabt von vielleicht 40 Sitzen, waren vielleicht 6 oder 7 belegt, also fast für mich. Das erinnert mich ein bisschen an die Zeit des ersten Irakkrieges oder Golfkrieges, vielmehr 1990, Ende 90, als ich einen Beratungsauftrag in New York hatte und in Princeton studierte. Und da hatte ich teilweise den Flieger Köln, Newark sogar alleine fast mit 2, 3 Leuten. Aber das ist lange her. Damals bin ich auch Economy geflogen, konnte mich ausstrecken. Das war eine Krisensituation. Jetzt ist natürlich trotz reduzierten Flugbetriebes sind die Flüge nicht runter. Wir durften essen ohne Maske, trinken ohne Masken, so ganz genau wurde es auch nicht kontrolliert. Schlafen ohne Masken, wenn man sich abgedreht hat, wurde es auch nicht kontrolliert. Grundsätzlich war schon Thema Maskenpflicht. Aussteigen dann nach Abteilen und Reihen und so weiter. Insgesamt ein angenehmer Flug, kann man ja anders sagen, obwohl es sehr gewindet hat. Also manchmal ist die Strecke ja sehr windig und das war jetzt wieder der Fall. Die Tatsache, dass du so viel Platz im Flieger hattest, liegt ja auch oder vor allem daran, nehme ich mal an, dass die Amerikaner im Augenblick kaum jemanden reinlassen. Wie gesagt, du bist amerikanischer Staatsbürger auch. Wie war denn die Ankunft am Flughafen? Wie muss man sich das vorstellen? Na, erstaunlich entspannt. Ich habe nur einen kleinen Fauxpas begangen, den erzähle ich gleich. Also es war auch am Flughafen ein bisschen was los, aber nicht so viel. Es war schönes Wetter, die Sonne schien, es war kälter als in Deutschland. Man kam rein, es gab dann irgendwelche Hilflinge, die Covid-19-Zettel verteilen wollten, haben wir nicht gemacht oder habe ich nicht angenommen, man weiß ja, wie es ist. Also auf dem Boden stand Wear Masks, Save Lives und so weiter. Also es war, da kam man an, wurde relativ schnell durch Immigration geschleust. Das war alles in Ordnung. Mittlerweile wird man ja fotografiert, also die Datenerfassung nimmt weiter Gestalt an. Ich kam dann zum Gepäckband und auf einmal sah ich einen dieser Schnüffelhunde der Border Agency und die haben dann an meinem Koffer geschnüffelt und siehe da, es waren noch 2 Äpfel drin aus der Eifel. Tja, mir ging etwas die Düse, weil sowas natürlich auch drakonisch geahndet werden kann, aber ich wurde dann nur zu einer Dame geführt, die das nochmal alles gecheckt hat und die Äpfel einbehalten hat und dann war gut. Also das war sehr entspannt, das kannte ich von früher anders, wobei mir dieser Fehler noch nie unterlaufen ist. Und dann war ich draußen und dann habe ich ein Taxi genommen nach New York. Mittlerweile kostet das Taxi von Newark nach Midtown $66 plus $22 Mautgebühren, also $88 für eine knappe halbe Stunde, würde ich sagen. Da sieht man dann auch, wie der Wertverfall des Dollars ist. Das ist ein hoher Eintrittspreis für eine Wahl. So, wie geht es denn für dich weiter? Heute Abend gehst du wählen. Wo denn und wie denn? Ja, ich werde als Amerikaner muss man ja registriert sein in einem County. Deswegen ist die Auslandswahl auch gar nicht so einfach. Sie geht, aber sie ist recht schwierig. Und deswegen habe ich es auch letztes Mal verpasst. Donald Trump ist ja trotzdem Präsident geworden. Aber ich habe damals letztes Mal nicht so genau auf die Regularien geachtet. Jetzt bin ich gegangen. Ich bin in New Jersey registriert, wo ich auch in Princeton studiert und promoviert habe und werde in Morris County wählen. Leider ist New Jersey ein sehr demokratischer Staat, sodass meine Stimme nicht viel zählen wird. Darauf werden wir sicherlich gleich noch kommen. Aber man muss eben registriert sein und noch mehr, man muss entweder als Demokrat oder als Republikaner oder als Unabhängiger registriert sein. Und ich habe mich im Namen einer der beiden großen Parteien registrieren lassen. Ja, du hast das wichtige Stichwort, glaube ich, schon gegeben, jetzt im Vorfeld oder jetzt am Beginn des Wahltags, die Registrierung. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass da bis zu 2 Millionen Stimmen im Jahr allein verloren gehen, weil das so ein komplexer Vorgang ist. Warum ist das so schwierig? Ja, die USA hat ein vorsintflutliches Verwaltungssystem und
die deutsche Verwaltung war eigentlich immer besser, weil alles auf der Ebene der Kommunen läuft. Die haben alle unterschiedliche Systeme. In manchen Staaten oder in manchen Counties muss man sich mit Pass registrieren, in anderen mit Führerschein, in anderen reicht ein Anglerschein, ohne, sogar ohne Lichtbild. Also da ist jede Menge Betrug möglich bis heute. Die Nichtregistrierung trifft natürlich allem die Slums und die ärmeren Bereiche. Die USA hat ja Slums, sowas hatten wir ja in Deutschland bis vor wenigen Jahren nicht, haben sie in gewissem Sinne auch immer noch nicht, obwohl es ja natürlich solche Sachen wie Neukölln gibt, mittlerweile gesetzesfreie Zonen, aber auch die sind keine Slums im eigentlichen Sinn. Ich erinnere mich an einen Professor in den 80ern, einen Rechtsprofessor, ein großer Steuerrechtler, Tipke, der erzählte dann, wie er einen amerikanischen Besucher hatte und der ihm dann sagte, and now show, it's all very nice here in Cologne, and now show us your slums, zeig uns eure Slums. Und er sagte, wir haben keine. Das sollte der Amerikaner gar nicht kapieren. Man muss einfach verstehen, dass dieses Land schon immer total zerrissen und gespalten war und eine riesige Kluft zwischen Arm und Reich herrscht und die Unterschicht, ich nenne es mal einfach mal so, das können wir uns in Deutschland fast oder konnten wir uns nicht vorstellen. Mittlerweile können wir uns das vorstellen, weil wir auch sowas bekommen. Viele, die nicht wirklich lesen, schreiben können, viele, die nur wenig zur Schule gegangen sind, sehr arm, keine Gesundheitsvorsorge. Das gab es ja alles noch und gibt es. Und da fallen natürlich einige Wähler raus. Das sind wohl tatsächlich traditionell eher Wähler der Demokraten, aber dafür haben wir natürlich die Briefwahl und das sind dann wahrscheinlich wieder mehr die Demokraten. Also insgesamt gleichen sich diese Unregelmäßigkeiten oder diese Verwaltungsunzulänglichkeiten, möchte ich eher sagen, aus. Aber wir müssen immer sehen, dass dieses Land, was wir als Vorbild sehen, immer noch in vielen Bereichen wirklich mittelalterlich und rückständig ist. Also es ist ein Land der Gegensätze und die gibt es bis heute. Es gibt ja im Vorfeld der Wahl starke Zweifel an einer fairen Abwicklung, vor allem Auswertung. Wie siehst du das denn? Absolut. Hier wird mit ganz harten Bandagen gekämpft. Das Land ist extrem gespalten und wenn es eine Hängepartie gibt, dann weiß ich nicht, wo es hinkommt. Und ich bin ja noch ein paar Tage nach der Wahl hier. Am Freitag fliege ich zurück, dann werden wir auch nochmal sprechen können. Es wurde ja schon ganz hart gekämpft 2003 in Florida, als George Bush gegen Al Gore antrat und es half natürlich, dass der Bruder von George Bush der Gouverneur von Florida war und es gab Wahlmanipulationen, es gab Anwaltsteams, die gekämpft haben, Dutzende Anwälte, also Millionen wurden investiert, um dann juristisch das zu entscheiden und dann hat Al Gore konzediert, dass er verloren hat und nachher kam dann doch raus, dass er mehr Stimmen hatte. Also es ist ein System, wie wir es uns in unserem geordneten deutschen Verstand eigentlich nicht vorstellen können. Es ist wirklich teilweise vorsintflutlich wie das amerikanische Gerichtssystem auch. Aber wir übernehmen fleißig die Sitten aus den USA mit Jury-System, mit Kronzeugenregelung, was für einen rechtsstaatlich denkenden Deutschen eigentlich ein No-Go ist, diese Kronzeugenregelung. Das Gesetz muss alle gleich behandeln. Aber wir lassen uns immer mehr vom großen Bruder beeinflussen, in dem, wie wir an die Dinge herangehen. Und hier ist ein Bereich, wo es wirklich kein Vorbild ist, nämlich die Registrierung, die Kommunalverwaltung, die Zerrissenheit, also diese Komplexität des Systems und die Fehleranfälligkeit. Und deswegen wird es auch spannend und es wird vielleicht ungemütlich. Und ich freue mich eigentlich nicht drauf, aber ich bin hier und wir schauen mal, was passiert. Ja, hattest du denn in den wenigen Stunden seit deiner Ankunft schon mal Gelegenheit, dich ein bisschen umzuhören, vielleicht Gespräche zu führen oder in die Zeitung zu schauen? Wie ist denn da die Stimmung? Was wird vorhergesagt? Das werde ich gleich tun. Ich bin gestern um 6:30 ins Bett gegangen, weil ja der Hinflug dann für einen sehr langen Tag sorgt. Habe ein Schlafmittelchen genommen und bin dann heute Morgen um 4 Uhr aufgewacht, also 4 Uhr Ortszeit, was 10 Uhr eurer Zeit ist. Jetzt ist ja schon etwas später. Habe gearbeitet, habe mal geschaut. Gestern bei der Ankunft sah man, dass New York eigentlich ganz normal funktioniert, aber mit deutlich weniger Verkehr. Ich habe keine Geschäfte gesehen, die jetzt mit Pappe und so verbarrikadiert waren. Ich habe wohl leerstehende Geschäfte gesehen, Restaurants, die geschlossen hatten. Ich habe wohl den Lockdown oder die Folgen von Corona gesehen, aber noch keine Barrikaden. Das gucke ich mir an. Gleich, wenn wir hier fertig sind, werde ich mal einen Spaziergang machen. Ich bin ja, wie gesagt, in Midtown. Midtown ist natürlich der Business District, also der Geschäftsdistrikt. Downtown ist Wall Street und dann gibt es ja Uptown Richtung Central Park und höher. Ich gehe mal rum und schaue und dann können wir bei Gelegenheit nochmal drüber sprechen, vielleicht sogar heute Abend. Sehr gerne. Vielleicht noch ein Punkt mit Blick auf die Wahl, die jetzt beginnt oder die für viele Millionen Amerikaner schon läuft. Was ist der Unterschied zwischen Biden und Trump, wenn je nachdem, wer gewinnt?
Tja, wie sagte der Ludger K. auf unserem Kanal so schön, man darf sich ja als Deutscher nicht outen, man könne aber ganz klug sagen, und man müsse sich auch gar nicht entscheiden, man könne ja, wenn man gefragt würde, wen man wählen würde, sagen, ich habe ein Problem mit beiden. So, das kann man natürlich interpretieren. Also, wenn Trump gewinnt, was ich natürlich hoffe, wird es trotzdem wahrscheinlich einen Aufstand geben der Linken. Es ist ja seit Monaten zertrümmern Antifa-Chaoten-Geschäfte in Portland, also an der Westküste, ohne dass die Polizei einschreitet. Dort haben sie eben linke Bürgermeister. Das Land ist ja schon im Bürgerkrieg. Auch das darf man nicht vergessen, dass es das auch unter Obama gab, in Ferguson. Ich glaube 2016 oder 17. Also es ist jetzt ein paar Ja, Jahre her, danke, aber zum ja. Ende der Amtszeit Obamas gab es in Ferguson wochenlang Rassenunruhen. Also es ist keine Sache von Trump, aber die Linke heizt das natürlich auf. Sie will zeigen, dass Trump schuld ist. Ist er nicht. Er hat es vielleicht auch nicht besser gemacht, vielleicht sogar etwas Öl ins Feuer gegossen. Ich würde das nicht so sehen, aber wenn man es so sieht, kann man es so sehen. Aber schuld ist das nicht. Das gab es vorher schon. Und es werden ja Geschäfte zertrümmert. Es tobt der Mob an der Westküste. Es war auch zwischenzeitlich schon mal in der Mitte des Landes der Fall. Also wenn Trump gewinnt, wird es ganz hässlich. Und das ist nicht allein Trumps Schuld, oder es ist sogar überwiegend strukturell angelegt, und die Linke heizt das Klima an. Wenn Biden gewinnt, dürften diese Aufstände nicht so kommen. Aber dann haben wir natürlich die Frage, wird Trump das anerkennen? Ich glaube schon. Also wenn es deutlich ist, wird Trump sich nicht gegen die Verfassung stellen. Er war verfassungstreu aus meiner Sicht. Er will Recht und Ordnung aufrechterhalten. Aber es sind nicht nur ein paar 10 Millionen, die gewählt haben. Es geht Richtung ein Drittel des Landes. Und das heißt, dass es vielleicht eng ausgeht. Und dann, das ist die zweite sehr schwierige Situation, außer wenn Trump gewinnt, weil dann eine Hängepartie folgen könnte. Und das wird natürlich auch sehr ungut fürs Land. Das war Max Otte aus New York mit ersten Einschätzungen und Beobachtungen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Morgen früh werden wir sicher spätestens wieder sprechen mit ersten Ja, ich gehe Meldungen. jetzt mal durch New York und dann gehe ich mal wählen in New Jersey. Ich fahre mit Zug raus und dann sehen wir uns dann wieder. Tschüss, Markus, bis dann. Ja, tschüss Max, danke.